So, was haben wir hier? Einheim-Heudau, Siegfriedstraße. Der startet schnell den Motor. Mit dem Solobus kann man noch ein bisschen länger elektrisch fahren. So, dank der Sonne sehe ich jetzt leider nichts im Spiegel. Aber jetzt sind wir hier am Hauptbahnhof. Ja, und der Hauptbahnhof, der ist eigentlich auch so geblieben. Also da hat sich jetzt wirklich nicht viel verändert. So. Viel los ist hier natürlich auch immer noch. Jetzt haben wir hier die 21 vor uns. Die 21 kann man auch fahren. Die fährt in Richtung, ja, noch im Kirche. Der scheint hier auch ein bisschen Aufenthalt zu haben. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, keinen Aufenthalt. Nee, haben wir nicht. Also der müsste uns eigentlich gleich Platz machen, sonst kommen wir hier nicht raus. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Und da hört man übrigens auch einen Zug. Ha, und die Hochbahn fährt da tatsächlich sogar. Das ist ja cool. Ja, hier, wir haben hier tatsächlich einmal einen Zug. Die Hochbahn, was haben wir hier nicht? Busse, Hochbahn, Zug, alles Mögliche. So. Jetzt muss ich hier einmal irgendwie wegkommen. Na, warum will der Rückwärtsgang jetzt hier nicht rein? Lädt sich gerade die Batterie auf? Achso, der will jetzt los. Ach, und Manfred will auch noch mit. Schön, dass der jetzt auch mal seine Pause da beendet hat. Manfred will sogar noch einen Fahrschein. Wow. So. Ja, wäre jetzt auch mal schön, wenn der Bus losfahren würde. Ich habe nämlich eigentlich keine Zeit mehr. Na? Willst du losfahren? Ja, geht doch. Ich glaube, das wäre... Oh Gott, das war knapp. Warum hält er denn? Ich glaube, der kommt da wegen der 23, die da steht, nicht herum. Ich verrate euch mal einen Trick. Stellt eine Sekunde vor und der Bus ist weg. Beide Busse sind weg. Wow. Es funktioniert. Das klappt doch. Ist zwar manchmal ein bisschen unschön, wenn man sowas machen muss, aber es klappt. Und dann hat man wieder freie Fahrt. Aber dass sich die Busse hier so blockieren, das ist, glaube ich, nicht geplant gewesen. Zum einen kommt das wahrscheinlich auch wegen unserer Verspätung, dass die 21 da gar nicht stehen sollte, beziehungsweise erst hinter uns stehen sollte. Anforderungskontakt. Ah, wir haben hier sogar Kontakt. Schön. Wir können hier übrigens auch mal Licht anmachen. Haben wir hier auch... Ne, im ersten Wagen, da kann man das nicht... Das kann man nur im zweiten Hinterteil, also im Hinterteil des Gelenkbusses machen. Ah, ich darf fahren. Ich will hier nicht die Grünphase verbannen. Ich will hier nicht noch länger stehen. An der Kreuzung kann man gut Zeit verlieren. Ah, und da steht jetzt hier der schöne Zug. Sie haben sich in unerlaubter Weise... Ja, hab ich. Ich bin auch so böse, dass ich mich vom Unfallort entfernt habe. Für den Unfall, für den eigentlich ein anderes Auto... Ja, ich kann dafür eigentlich auch was. Ich hätte schon ein bisschen weiter nach rechts fahren können. Ich will jetzt ja nicht alles auf die schieben. Auf die anderen schieben. Oh, da vorne ist auch ein Spacherbus. Auf welcher Linie ist der denn unterwegs hier?
Auf dem SB5, ein Lauritz... Oh. Was ist hier denn los? Ja, KI-Chaos. Facelifts ineinander, Facelifts aufeinander. Und nichts geht voran. Eieieiei. Aber der fährt... Warum fährt der denn nicht? Ja, ich habe den Sekundentrick wieder angewandt. Also irgendwas scheint hier mit der KI noch nicht ganz zu stimmen. Die scheint sich ineinander noch irgendwie zu verfahren. Hm, da sollte man vielleicht einmal drüber schauen, ob da irgendwie was nicht ganz stimmt, weil die hatten eigentlich Fahrt. Von daher sollte es eigentlich klappen. Hm, und da fährt noch eine Hochbahn. Na, jetzt habe ich es nicht geschafft, ganz elektrisch zu fahren. Das ist natürlich doof. Jetzt hat sich der Motor trotzdem gestartet. Ja, vielleicht kriege ich hier noch ein bisschen Aufladeenergie raus, indem ich jetzt ein bisschen bremse. Nee, sieht nicht so aus. Muss ich schon über bei höheren Geschwindigkeiten bremsen. Ach ja, stimmt. Haltestelle ist jetzt vor der Kreuzung und nicht hinter der Kreuzung. Hat sich auch verändert. Ist ein bisschen ungewohnt, jetzt vor der Kreuzung zu halten. Weil es war halt wirklich schon immer hinter der Kreuzung. Wenn sich das dann auf einmal so ändert, ist das schon, ja, ein bisschen ungewohnt. Bitte werd grün, bitte werd grün. Ja, danke. Ich habe auch, glaube ich, ein bisschen zu stark gebremst und dann erst... Ich glaube, dann wäre ich mitten auf der Kreuzung stehen geblieben. Mein Plan war es eigentlich, in der Haltestelle stehen zu bleiben, wenn das grün wird. Hätte ich ein bisschen anders fahren müssen. Hallo. Hallo. Guten Tag. Eine Kurzstrecke. So. Der Motor startet aber echt ein bisschen früh gefühlt. Sonst, ja, ich bin eigentlich sonst immer den Solobus gefahren. Also von daher sollte das eigentlich nicht so sein. Nächster Halt, Universität Campus Hisselberg. Es besteht Übergang zur Hochbahn. So, der macht mir jetzt Angst, weil der wird... Ne, wird nicht fahren. Hm. Danke. So, jetzt fahren wir hier übrigens rechts... links. Links-Rechts-Schwäche. Ah ja, was ich letztes Mal angesprochen habe bei der Schulbusfahrt. Wir haben hier so ein bisschen was. Dies ist eine Standard-Spandau-Kreuzung. Wer die Verkehrsführung unsinnig findet, muss sich bei der Stadt Berlin beschweren. Und bei Fehlern im Modell bei M&R. Ach so, nee, nicht ganz. So, ist da irgendwas grün? Ich steiche mich jetzt mal hier hin, weil das wird früher grün als jetzt die Busampel. Na, was sage ich? Wird früher grün. Und jetzt fahren wir hier zum ersten Mal seit Alheim Version 2 wieder hoch. Wobei, ging das schon in Alheim 2? Ich glaube schon, dass man da auch schon zur Universität kam. Wir lassen jetzt sozusagen die Unihalle aus und fahren halt direkt hoch zur Universität. Und ich sage euch, das ist echt ein cooles Gebiet da auch. Ich weiß, das habe ich jetzt auch schon bei vielen anderen Gebieten gesagt, aber das ist echt cool auch. Es gibt so viele gute Gebiete hier. Und später kommt auch noch was vor Osterfeld, wenn wir da lang fahren. Das ist echt geil gemacht. So, jetzt biegen wir hier einmal ab. Und dann gucken wir mal. 30er-Zone. Ja, das sollte man dann auch fahren. Ja, der hat natürlich schön die Grünstreifeninsel mitgenommen. Das sollte man ja eigentlich nicht machen. Und das Gebiet hier ist echt schon... Das ist echt nice gemacht. Und... Ui. Ja gut. Ein paar Leute wollen die natürlich auch mit. Dann macht sich der Gelenkbus ja doch noch irgendwie bezahlt.
Fahrschein, bitte. Na, Fahrschein. Ich wollte gerade so einen schönen Screenshot machen. Guten Tag. Hallo. Einmal normal, bitte. Einmal normal. Schönen guten Tag. 2,80 zurück. So, jetzt aber. Guten Tag. Hallo. Ein Fahrschein, bitte. Na, es war wieder zu viel. So, der Bus ist jetzt auch einigermaßen gut gefüllt. Hier waren dann doch ein paar mehr Leute als erwartet. Aber dann lohnt sich das auch wenigstens, wie gesagt, mit dem Gelenkbus. Und jetzt habe ich das gar nicht mehr so genau angeschaut, das da. Aber ich finde, das ist einfach mit der Weitläufigkeit und mit dieser Weitläufigkeit, die eigentlich dann doch so nah dran ist, also so, dass man jetzt nicht irgendwie ein Kachelende hat, was einen da dazwischen funkt. Das ist einfach echt cool gemacht. Und wir fahren hier jetzt geradeaus einmal weiter. Nicht rechts. Rechts käme man dann halt auch wieder auf die Hauptstrecke. Nein, 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 nein. Ach gut. Ich dachte gerade. Aber nein, er müsste dann ja blinken. Ist ja abknickende Vorfahrtsstraße. Ja, und dann fährt man hier einfach mal so oben an der Universität entlang. So ganz gemütlich. Lässt die Unihalle halt aus. Und klappert dann die anderen beiden Campusse ab. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Campus? Ob das wirklich Campusse ist, bin ich mir nicht so sicher. Campussi, Campusses oder einfach nur Campus. Ich muss mir mal irgendwann ein Wörterbuch schnappen. Das möchte ich mal nachgucken. Was soll das? Die Autofahrer sind hier dann doch mal so ein bisschen, ja, gefährlich. Also, man muss tatsächlich mit dem Schlimmsten manchmal rechnen. Also, der war echt schon, der war fies. Wäre der wirklich durchgefahren, dann hätte ich natürlich auch keine Chance mehr gehabt. Ach ja, und jetzt kommen wir hier auch wieder an einem schönen, an einer schönen Haltestelle raus. Die hatte in der letzten Version, in der ersten Aheim-Laurenzbach-Version noch einen netten Namen. Einen sehr netten Namen. Ach, Campus-Heierstraße nehmen wir doch nicht mit. Hätte ich jetzt gedacht. Ja, stimmt, wir fahren ja auch erst über Osterfeld. Das heißt, wir kommen sozusagen von hinten an den Campus Dornumerberg. An den neuen Campus. Ja, die Haltestelle heißt hier jetzt Amlater Berg. Fachzentrum Umwelttechnik. Und die hieß früher Auf der Latte. Ja, das war eigentlich somit der amüsanteste Haltestellenname in Aalheim. Und das wird eigentlich von jedem angemerkt, dass der Name so ein bisschen doppeldeutig vielleicht ist. Aber diese Doppeldeutigkeit wurde leider entfernt. Schade. Aber ansonsten ist die Haltestelle immer noch gleich. Ja, und wir kommen jetzt hier von der Universität halt hier raus. Und dann fahren wir jetzt, glaube ich, hier einmal runter zur Robertstraße, also zu dieser Kreuzung nach der Robertstraße, kurz vor der Valdoriastraße. Die Valdoriastraße nehmen wir, glaube ich, gar nicht mit. Ich habe jetzt nicht so genau auf den Fahrplan geschaut, sondern... Was habe ich mitgenommen? Ah, Ampel oder Schild. Das wollen nicht alle raus. Das ist ja schon mal etwas. Also ich vermute einfach mal, wir fahren gleich vorne, also geradeaus weiter. An der großen Kreuzung. Halten, 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 halten. Und biegen dann nicht in Richtung Valdoriastraße ab, sondern fahren dann halt auch einmal von einem anderen Bereich aus nach Osterfeld ran. Also ich habe ja schon gesagt, dass viele Querverbindungen hier geschaffen worden sind. Das ist eigentlich auch echt cool. So, dass man halt... Ja, teils richtig interessante Verbindungen. Ja, wir fahren geradeaus. Wusste ich doch. Dass man hier halt so richtig interessante Verbindungen hat. Wo man sonst halt vorher nicht so lang gefahren ist. Und teilweise existieren ja auch so Querverbindungen, da fährt man noch nicht mal auf Linie lang. Die entdeckt man dann halt wirklich nur, wenn man eine bestimmte Linie, also wenn man den Schnellbus zum Beispiel fährt. Oder ansonsten auch mal nur, wenn man irgendwie so aus Spaß herumfährt.
Also ich denke mal, da gibt's auf Ahelm-Laurenzbach mehr zu erkunden, als man vielleicht sogar erwartet. Ich bin bei Weitem noch nicht alle Linien gefahren. Ja, so schön, so schnell wir diese Fahrgäste bekommen haben an der Universität, sind wir sie auch wieder los. Oh, ja. Ihr könnt euch beim Aussteigen auch vielleicht ein bisschen beeilen. Jetzt ein Facecam, dann würdet ihr gerade meinen Gesichtsausdruck sehen. Ah. So, wie gesagt, ihr könnt euch mit dem Aussteigen ein bisschen beeilen. Oh, sind ja jetzt nicht mehr viele übrig. Ich glaube, ein Vorteil hat das, dass wir, dass der Motor jetzt so schnell anspringt. Nämlich dann können wir nicht so viel Energie im Elektrofahrmodus verbrauchen. Jetzt kommen wir hier auch wieder in einen schönen Bereich. Ich glaube, hier ist dann gleich auch noch ein anderer Teil der Universität. Hier kenne ich mich dann tatsächlich noch nicht so gut aus. Hier bin ich auch absolut noch nicht mal im Editor lang geflogen. Oder vielleicht nur einmal ganz kurz. Aber habe mir nichts gemerkt. Ich schaue mir auch mal gerne mal die Karten im Editor an. Auch manchmal einfach nur, um zu gucken, ob das jetzt mit den Objekten klappt. Wobei, manchmal drückt der Editor auch. Ich hatte das früher mal das Problem, dass die Karte im Editor funktioniert hat, aber dann richtigen Fahrmodus, um sie einfach nicht die Karten geladen hat. Also die Kacheln. Und das war auch, ja, immer eine schöne Überraschung. Da denkt man hat alles richtig und dann kommt das. Ja, und jetzt sind wir hier bei der Karstenstraße. Das ist vielleicht auch so eine kleine Anlehnung an den Ruhrauersteller. Ich meine, da findet man ja auch ein bisschen mehr. Gibt ja einmal die Züge, die nach Ruhr auffahren. Dann gibt es, glaube ich, sogar eine Straße, die so ähnlich benannt ist. Ja, der will da noch vorbei.